Bond in Black and White. Sind wir jetzt hier bei dem nächsten schon, Migoroku, ein Boden-Undicht-Pokémon. Ja, da steht zwar nur Boden, aber es ist ein Boden-Undicht-Pokémon. Visa-Fans ist halt nicht so toll und informiert sich halt nicht richtig genug. Ja, ist halt so. Dann haben wir hier Warabiru, auch Boden-Undicht. Naja, die Entwicklung von dem Vieh habe ich mir ein bisschen anders noch vorgestellt. Naja, gefällt mir nicht so wirklich. Genauso wie die letzte Entwicklungsstufe. Warubiaru. Level 40. Naja, stark ist es vielleicht, aber ich habe mir doch ein bisschen anders noch vorgestellt. Sieht aus wie so ein Dino-Kroko. Irgendwie ganz komisch. Dann kommen wir zu diesem kleinen Vieh. Ein Feuer-Pokémon mit dem Namen Darumaka. Ja, ist eine Vorentwicklung von diesem Vieh, das auch schon früh bekannt wurde. Hidiruma, Feuer, entwickelt sich auf 35, ja. Und sonst hat es keine Weiterentwicklung, was ich auch ein bisschen scheiße finde. So, dann hier ein Pokémon, das keine Entwicklung hat, ein Pflanzen-Pokémon, das wie ein Kaktus aussieht. Tja, was will man mehr? Nächstes Pokémon. Ein Käfergestein-Pokémon, hätte ich eher irgendwie Wassergestein genommen, weil es ja so eine Krabbe ist, also ist eigentlich ein Krebs. Ishizumai? Ja. Ist aber nervig, wenn es Käfergestein ist. Jetzt ist schon wieder das hier weggegangen. Mann, scheiß Windows 7. So, egal. Weiter, die Weiterentwicklung. Mit einem fetten Sandstein auf dem Rücken. Das ist kein Feuer-Pokémon. Das haben die da Feuer hingeschrieben. Das ist die doof. Also, ich mache, ich disse sonst keine Seiten, aber das ist wirklich sau dumm, da Feuer hinzuschreiben. Das ist auch ein Käfergestein-Pokémon. Also, nicht irritieren lassen. Mann. Ja. So, dann haben wir hier ein Undicht-Kampf-Pokémon. Ja, ein neues Kampf-Pokémon. Ist ja so. Undicht-Kampf gab es, glaube ich, vorher auch noch nicht. Sieht sehr, sehr komisch aus. Ja. Dann haben wir hier die Weiterentwicklung von dem Vieh Undicht-Kampf auch zu Wuzukin. Ja, halt ein Kampf-Pokémon. Ha. Dann ein Vieh, das ich eigentlich ziemlich interessant finde. Shimpora. Ein Psycho-Flug-Pokémon. Ja, sieht aus, also ich glaube, das ist nachempfunden nach diesem Kornfeldfieder in Peru. Da gibt es ja so einen Vogel. Ich glaube, das ist da nachempfunden. Wie sieht das ein bisschen antik aus oder so? Naja. Was das da darstellen soll, weiß ich nicht genau. Desumasu, ein Geist-Pokémon. Eine Totenmaske, glaube ich, oder sowas. Naja, passend zur Entwicklung. Desukan, ein Dokophag-Pokémon. Mit der Fähigkeit Mami. Keine Ahnung, was das macht. Naja. Und dann haben wir hier unser erstes Fossil-Pokémon. Purotoga, eine Meeresschildkröte. Wassergestein. Und hier die Weiterentwicklung. Abagura. Auch Wassergestein. Ja, Entwicklung auf 37. Finde ich richtig cool. Also das Vieh sieht sehr gut aus. Finde ich. Ja, Wassergestein-Pokémon. Warum auch nicht? Gab es ja schon seit der ersten Generation nicht mehr. Dann haben wir hier Arken. Ein Archaeopteryx-Pokémon, kann man sagen. Gesteinflug, wie man nur schwer erkennen kann. Also das zweite Fossil-Pokémon und das ist die Weiterentwicklung. Geht eigentlich. So, ja. Dann das geilste Pokémon, das ich jemals gesehen habe. Ein Müllsack. Ein Müllsack. Ja, Yabugoron, ein Müllsack, der aus zwei Nähten schon rausplatzt mit Müll. Ein Gift-Pokémon. Aber die Weiterentwicklung sieht so geil aus. Oh, ich lach gerade Tränen hier, Leute. Oh, das ist doch so cool. Müllsack, ich habe mich so krank gelacht. Also, die hatten echt keine Idee mehr, die von Game Freak, dass sie jetzt schon Müllsäcke als Pokémon machen müssen. Und der ist ja, das ist ja schon der Müllsack total kaputt und ist nur noch der Müll an sich, das Pokémon. Lustig, ich find's lustig. Ah, und da kommt mein absolutes Lieblings-Pokémon, also die Vorentwicklung. Surua. Das ist das erste Pokémon neben seiner Weiterentwicklung, das bekannt wurde durch den Film, durch den 13. Film. Besitzt die Fähigkeit Illusion. Das bedeutet, wenn ihr es in den Kampf schickt, übernimmt es, sieht es aus wie das Pokémon, das an letzter Stelle bei euch ist. Nehmen wir mal an, ihr setzt jetzt Surua ein. Und das habt ihr und auf der letzten Stelle, also auf dem sechsten Platz habt ihr jetzt zum Beispiel, weiß nicht, Klurak oder so. Dann sieht das Surua aus wie Klurak, also kommt das Surua als Klurak aufs Feld, aber hat immer noch das Typ, dem Typ Unlicht und die eigene Attacke. Das kann halt irgendwie nur irritieren. Das ist zum Beispiel gut bei Wi-Fi-Kämpfen oder so, wenn man nicht weiß, wenn der Gegner nicht weiß, was für Attacken es drauf hat oder so.
Finde ich eigentlich ziemlich lustig. Genauso wie Zoroark, das geilste Vieh der Welt. Seit Lucario eins meiner Lieblings-Pokémon, beziehungsweise Mewtwo. Finde ich voll geil, das Vieh. Also, das ist wirklich mein Lieblings-Pokémon aus dieser Generation. Schwarz und Rot, das geht einfach nur ab. Auch Illusion, ist saugeil, das Vieh. Dann ein Chinchilla-Pokémon, Chillami, ja, Normaltyp, entwickelt sich durch den Lichtstein zu diesem süßen Vieh. Ist das mit Seis? Ne, ist das nett. Ne, Funkelstein, nicht Lichtstein. Funkelstein. Ich habe aber Lichtstein entwickelt. Ich habe irgendwo gelesen, Lichtstein. Naja, ist doch egal. Dann kommen wir hier zu so einem Gothic-Puppenvieh, Goshimu, Psycho. Ja, irgendwie was wie Rosala, irgendwie so, also Kusilla, besser gesagt. Dann hier die Weiterentwicklung. Koshimeru, auch Psycho, entwickelt sich auf Level 32 zu diesem Vieh. Und dann die Endentwicklung. Gothic! Koshiziru, auch Psycho. Komisches Vieh. Gothic tut sie halt, gefällt mir nicht so besonders. Da haben wir Flubber, Stufe 1, Juniran, Psycho auch. Dieses Pokémon gibt es nur in Pokémon White, glaube ich. Ja, Pokémon White. Das andere gibt es halt nur, also das Koshiziru, das Gothic Vieh, gibt es halt nur in Black. Hier gab es die zweite Entwicklung, Flubber Nummer 2 und zum Schluss noch Flubber Nummer 3. Sieht komisch aus, gefällt mir nicht so wirklich vom Aussehen her. Dann haben wir hier das Twitter-Küken, Wasserflug und dann hier der Schwan, Swana, sehr einfallsreich. Wasserflug. Und dann auch noch eine saugeile Idee von Game Freak. Ein Eisbällchen-Pokémon. Voll lustig. Und dann ist die Weiterentwicklung. Soft Eis geht voll ab und natürlich noch zwei Bällchen auf einer Tüte, geht natürlich noch mehr ab. Die letzte Entwicklungsstufe entwickelt sich auf die 37. Sehr, sehr lustig. Und dann haben wir hier Shikija, ein sehr besonderes Pokémon, das sein Aussehen verändert, je nachdem welche Jahreszeit im Moment im Spiel ist. Was so nicht so wirklich toll aussieht, aber erst bei der Weiterentwicklung richtig zur Geltung kommt, das sieht dann wirklich cool aus. Also dieser Hirsch sieht dann wirklich sau cool aus. Muss ich wirklich sagen. Gefällt mir dieses Prinzip. Das hätten sie können bei vielen Pokémon machen. Ist ein normaler Pflanzetyp, immer so nebenbei. Dann ein Flughörnchen. Emonga. Elektroflug. Hat leider keine Vor- oder Nachentwicklung. Was ich ein bisschen scheiße finde. Könnte der neue Pikachu ersatz sein. Sieht schon vom Gesicht aus wie so ein Pikachu. Naja. Dann gehen wir weiter zu Kaburum. Wie heißt das hier? Kaburomo? Auch ein normales Käfer-Pokémon, entwickelt sich durch Tausch gegen ein Shobumaki, zu dem wir auch noch gleich kommen, zu diesem Käferstahl-Pokémon. Ritter for the Wind. Dann haben wir hier das Volteball der zweiten Generation. Warum Volteball? Weil ihr seht, dass die Oberfläche aussieht wie ein Pokéball und bei Pokémon Rot war es ja immer so, verdammt, das ist minus 7. Dass, wenn man ja ein Item angeklickt hat, das war entweder ein Elektroball oder ein Volteball. Und da ist es, wenn man halt ein Pokéball anklickt, ich hasse nicht minus 7. Dann ist das halt entweder so ein, kann das so ein Pilz sein. Genau wie seine Weiterentwicklung. Monsterpilz Nummer 2. Joa. So, naja, gehen wir weiter zu einem Wassergeist-Pokémon, das es glaube ich auch noch nie gegeben hat. Finde ich, sieht auch sehr, sehr cool aus. Gefällt mir. Muss ich wirklich sagen. Und Wassergeist. Und die Weiterentwicklung gefällt mir nicht. Das sieht so. Ist eine Qualle, aber. Ja. Kann man eigentlich so mit Drifblon vergleichen. Also. Naja. Dann die nächste Entwicklung, wo ich finde, dass das die Libiscus-Weiterentwicklung ist, da bleibe ich fest dran. Wenn nicht, dann finde ich das so voll unnötig. Das hier sieht aus wie ein Libiscus, nur halt ein bisschen halt die Weiterentwicklung. Es ist pink, hat eine Herzform. Das sieht aus wie ein Libiscus. Kann mir einer sagen, was er will. Auch wenn es da nicht da steht. Ich bin glaube fest dran, dass das die Libiscus-Weiterentwicklung ist. Wenn nicht, dann wundere ich mich, warum Gamefreak das nicht so gemacht hat. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Spinnen. Das ist hier Bashura, ein Elektro-Käfer-Pokémon. Habe ich schon damit zu tun gehabt im Spiel. Ist ziemlich cool, besonders die Weiterentwicklung, denn Shura. Ja, Elektro-Käfer-Pokémon, dann hat man schon mal sowas gesehen. Noch nie. Spinne, Tarantula und so. Ne? Dann hier ein Spiky-Granate-Zapfen aus Stahl-Pokémon. Fährste Stahl-Pokémon. Deshido. Nicht Bushido, sondern Deshido. Und die Weiterentwicklung, die ich auch sehr cool finde, sind auch wie so ein Stahl-UFO mit drei Teilen dran. Ja, auch Pflanze Stahl. Sieht lustig aus. Was ich auch sehr, sehr lustig finde, ist, glaube ich, so
meinen Augen ein Magnetilo-Ersatz. Das ist hier das Vieh. Gear, also Antrieb. Ja, zwei Zahnräder, die aneinander rein und ja. Stahl-Pokémon halt. Dann die Weiterentwicklung Gigia. Das ist einfach nur ein dickes Zahnrad hinten dran gekommen. Sorry, ich habe ein bisschen Schnupfen. Aber egal. Ja, und dann bei der dritten Entwicklung ist einfach noch so ein kleines rotes Zahnrädchen dabei kommt und ein Death, Ring of Death ist unten dran noch dran gekommen. Finde ich cool eigentlich. Das finde ich so ein cooles Prinzip, dass sie immer dann einfach was dabei bekommen. Ne? Bei Stahl-Pokémon. Das finde ich ziemlich lustig. Aber ich glaube, stark ist das Vieh nicht so wirklich. Naja. Dann, keine Ahnung, was das darstellen soll. Ich habe zuerst gedacht, es wäre so eine Art Aalbaby, aber es sieht eher aus wie so ein Blutsauger irgendwie. Aber es ist vom Typ Elektro. Ist kein Wasser-Pokémon, das stimmt schon. Fähigkeit Schwebe, das ist die Weiterentwicklung. Shibibiru. Das sieht schon aus wie so ein Aal, aber halt wie so ein Blutsauger irgendwie. Und durch den Donnerschein entwickelt sich DMV, was eigentlich auch ziemlich cool aussieht. Auch Elektro mit Schwebe. Eigentlich ziemlich cool. Also Boden-Pokémon haben da keine Chance gegen das Vieh. Sehr, sehr geil. Und dann kommen wir hier zu Rigure. Sieht komisch aus, nächstes. Das ist die Weiterentwicklung, sieht auch komisch aus. Ubumeru oder so. Dann hier ein Kerzen-Pokémon vom Typ Geistfeuer. Sieht lustig aus. Dann hier eine Lampe, auch vom Geistfeuer, die Weiterentwicklung. Und dann hier zum Schluss durch den Finsterschein entwickelt es sich zu diesem Vieh. Shendera. Cool. Und dann das erste Drachen-Pokémon, das erste monotone Drachentyp-Pokémon, das ich jemals gesehen habe. Na gut, es gab ja Stratini, aber komplett nur monoton Drache. Kibago, das will ich mir unbedingt holen. Das ist halt so ein komisches Kneifzangen-Pokémon, genau wie die Weiterentwicklung. Mit so geilen Kiefern auf der Seite. Und dann Do. Auch nur vom Typ Drache. Und dann die letzte Weiterentwicklungsstufe. Onukesu. Voll das fette Vieh. Saugeil. Auch saustark, wie man an den Sets sehen kann. Jedenfalls mal von Angriff her. Geht voll ab eigentlich. So, ja. Yeah. Also das hole ich mir auf jeden Fall in mein Team rein. Dann, oh, wie süß. Ein kleines Eisbär, wo Eistropfen aus dem Nase kommen. Süß. Dann dieser Wasser-Eisbär. Buah. Ja, sieht ein bisschen komisch aus. Und dann das Vieh, eine Schneeflocke. Also soll, glaube ich, eine Schneeflocke, denke ich mal, darstellen. Sieht eigentlich sehr cool aus, auch wenn es so schlicht gehalten ist. Sieht ziemlich cool aus. Aber ich glaube, hatte ich so viel drauf. Na, ja, weiter. Das ist Shobomaki, also das Vieh, das man tauschen muss, um das Vieh zu erhalten. Irgendwie. Ist ganz komisch. Also Kaburichi war ja das Vieh, das man haben musste, um die Weiterentwicklung von Kaburichi zu bekommen. Und ich weiß aber nicht, welches hier laber. Lass mal es immer mal weg. Dann zu hier dem Vieh. Wie nennt man die? Flunder, genau. Eine Flunder. Elektroboden-Pokémon. Keine Weiterentwicklung. Interessiert mich nicht weiter. Dann das Vieh, ein Kung-Fu-Wiesel. Geil. Noch ein weiteres Kampf-Pokémon. Ja. Und dann hier die Weiterentwicklung. Sieht auch ziemlich cool aus. Hat auch eigentlich was drauf. 125 Angriff-Basis. Schlecht und sehr schnell. Aber auf Level 15 entwickelt sich das zuerst. Und dann auch sehr, sehr geil. Ein monotones Drachentyp-Pokémon auch wieder. Und auch keine Weiterentwicklung, keine Vorentwicklung. Das ist es. Hat auch, glaube ich, was drauf. Also ich würde mal das mal gerne in Aktion sehen, das Vieh. Mal sehen. Vielleicht fange ich es mir ja noch, wenn ich es mal sehe. Cool, cool. Drachen-Pokémon for the win. Dann ein Golem-Pokémon. Bodengeist. Gobito. Und die Weiterentwicklung. Gorugu. Ja. Ja. Ich mache jetzt mal Pause und dann geht's gleich weiter mit den letzten Pokémon und vielleicht noch mal meinem Fazit, beziehungsweise ein bisschen Erklärung noch. Also, bis gleich.